Nur wenige Augenblicke, nachdem Ivona Dadic hier die vierte Disziplin am ersten Tag hinter sich gebracht hat, steht sie auch schon in der Mixzone. Und die erste Frage nach diesem Mehrkampf, hinter dem ja doch ein bisschen ein Fragezeichen steht, so quasi, was ist drinnen? Wie geht es Ihnen jetzt gerade? Ja, ich bin zufrieden. Also der Vormittag war ganz gut. Ich habe jetzt am Abend wirklich angeschlossen, habe heute viermal Season Best gemacht. Das heißt, es hätte nicht besser laufen können. Und ja, es lässt jetzt einmal eine ruhige Nacht oder probieren hoffentlich ruhig zu bleiben, gut zu schlafen und dann morgen einfach hier anknüpfen. Wie geht's dem Knie, wie geht's dem Oberschenkelbeuger, ist alles fit? Es ist alles gut, es ist ein Mehrkampf, man spürt natürlich alles ein bisschen, es ist sehr intensiv, es war heute sehr heiß. Ich habe am Nachmittag eigentlich unüblich für mich relativ lange geschlafen, ich glaube einfach aufgrund der Sonne, aber es geht mir ganz gut, also morgen ist ein wichtiger Tag für mich noch und ich freue mich einfach. Wie viel ist das trotzdem heute für Sie auch noch so ein, okay, wo bewege ich mich jetzt so im Vergleich? Es waren so die letzten zwei, drei Wochen vor der EM schon richtig gut im Training und ich wusste, dass ich an Tag X abliefern kann, das habe ich schon oft gesagt. Und natürlich war die Vorbereitung jetzt keine optimale und es wäre angenehmer gewesen, mit guten Bestleistungen anzureisen. Aber ja, dann mache ich es halt da. Heute am Nachmittag hat schon einen guten Schlaf gegeben. Das steht sicher auch ganz oben auf der Tagesordnung jetzt für die Regeneration. Was trauen Sie sich morgen zu? Ja, jetzt gehen wir ins Eisbad, werden ausmassiert, dann was Gutes essen, dann schlafen gehen. Und ich nehme mir morgen dasselbe vor. Den Wettkampf so gut wie möglich absolvieren, wirklich fokussiert sein, Spaß haben. Nach der heurigen Saison ist es ganz wichtig, den Wettkampf trotzdem dann auch genießen und einfach mit einer Leichtigkeit das machen, nicht verkrampft in den Wettkampf reingehen. Die Temperaturen, die sollten morgen helfen. Es wird kühler angeblich. Liegt Ihnen das mehr? Ja, das kommt jetzt blöd, wenn ich sage, nein, aber wenn es ein bisschen kühler ist, für heute ist es natürlich angenehmer, aber normalerweise ist es mir lieber, es ist wärmer wie kühl. Dann bis morgen. Danke.